Hey ho Schnuckis, willkommen auf meinem Kanal. Heute gibt es einen Haul und ihr wisst, meine Hauls sind immer... sind sie immer. Und ja, ich habe hier alles aufgebaut, was ich in den letzten Wochen gekauft habe und das zeige ich euch. Es geht direkt los. Ich habe hier alles aufgebaut, ich habe hier Make-up, ich habe Skincare, ich habe alles Mögliche hier am Start. Und ja, das zeige ich euch jetzt erstmal. Ich fange mal mit Skincare an. Ich habe, draußen kommt die Sonne und ich so Sonnenschutz. Ja, also ich nehme immer Sonnenschutz, sowieso jeden Tag. Aber gerade wenn jetzt das Wetter besser wird, ist mein Interesse da immer noch mehr geweckt. Und zwar habe ich zum einen gekauft bei DM diesen hier, diesen Sundance 50 Plus, sehr hoch, sensitiv Sonnenfluid. Den habe ich schon mehrmals gehabt, nicht für mich, sondern für meine Tochter. Finde ich richtig gut jetzt, wenn das Wetter wieder sonniger wird und die Kinder wieder draußen mehr spielen, kriegt sie das hier ins Gesicht. Und dann habe ich diesen hier mir noch geholt, diesen Anti-Age-Sonnenfluid. Aber ehrlich, der ist so ganz schön parfümiert. Und keine Ahnung, wahrscheinlich werde ich den vielleicht jetzt nicht an Make-up-Tagen tragen, sondern eher an Tagen, wo ich ja kein Make-up drauf habe. Oder zum Beispiel morgens, wenn ich meine Tochter zur Bushaltestelle bringe, da mal eben drauf geklatscht oder sowas, ne? Dafür werde ich den eher nutzen. Und ich habe mir noch den Ombre Solaire Anti-Trockenhaut Super UV gekauft. Und da hat mich halt getoucht mit Glycerin. Glycerin, ich so, ah, Glycerin, hi, ich liebe Glycerin. Habe ich bisher erst einmal benutzt, kann ich noch nicht so viel zu sagen. Also werde ich die nächsten Tage dann mal ausprobieren. Dann habe ich, wo wir gerade bei Glycerin sind, bei Parfum Dreams. Es hat mich geritten. Und zwar das Kiehl's Hydro Plumping Serum Concentrate geholt. Ihr wisst, oh, ich habe das so, oh Gott, habe ich das geliebt. Oh, ich habe das so geliebt. Davon habe ich schon zwei aufgebraucht. Und irgendwie war bei Parfum Dreams irgendwie ein super Deal, sage ich mal. Und dann habe ich mir das da geholt. Ich habe mir auch noch, die habe ich jetzt irgendwie drüben vergessen, in meinem Skincare-Zimmer, von Kiehl's diese neue Gesichtsmaske. Ich verlinke euch das unten, so eine Overnight Mask, die habe ich mir noch geholt. Genau, Kiehl's hat manche Sachen, die mir sehr gut gefallen. Ich mache mir jetzt schon mal einen Fuzzi davon hier auf die Hand, weil ich nämlich etwas vergleichen will. Und zwar habe ich mir geholt bei Transparent Labs, auf der Seite selbst habe ich mir ein paar Sachen geholt. Diese Marke gibt es auch bei Purish. Es gab nur das nicht, was ich haben wollte und dann habe ich halt dort bestellt. Und zwar habe ich da eigentlich nur bestellt wegen diesem Pure Glycerin Face Serum, weil Leon gesagt hat, das ist so ähnlich wie das Kiehl's. Da musste ich natürlich gleich gucken. Erstmal, ich hasse Pipetten. Ja, also ist gar nicht meins. Und ich gebe jetzt mal gleich was daneben. Neben das Kiehl's Serum. Oh, ey, wie eklig, ne? Guckt euch das mal an, wie das hier, Fokus, wie das hier schon siffig ist, ne? Sowas hasse ich. Echt. Sowas hasse ich wie die Pest. Also mir wäre hier auch ein Pump-Verpackung einfach viel lieber. So, jetzt könnt ihr mal einmal, das ist Kiehl's, das ist Transparent Labs. Und natürlich sagt jetzt die Konsistenz nichts über die Pflegewirkung aus. So, ja, das kann man ja nicht sagen. Was ich finde, bei dem von Transparent, es ist schön, das von Transparent Labs, versteht mich nicht falsch. Überhaupt nicht. Das ist wirklich schön. Für mich aber eher etwas für abends, weil das ist schon... also ich finde, es bleibt schon etwas auf der Haut, so was schön ist. Also es ist schön pflegen. Es ist eher was für mich für abends. Das von Kiehl's. Wie soll ich sagen?
das hat eine Textur, die ist deutlich, das könnt ihr jetzt auch sehen, Kiehl's Transparent Labs, deutlich wässriger, finde ich. Das Geile an dem von Kiehl's ist, es verschmilzt mit der Haut wie nichts anderes. Das ist so, so wässrig, so, ihr wisst, ich liebe wässrige Sachen, ne? Also das bleibt auch jetzt, ist das gleich eingezogen und hinterlässt eine Samtigkeit, wohingegen das von Transparent Labs eher so eine gecremt, so ein gecremteres Gefühl hinterlässt. Ich finde, Randale! Ich finde das richtig schön von Transparent Labs. Also wirklich, es gefällt mir sehr gut. Ich persönlich würde es aber mit dem von Kiehl's nicht vergleichen, weil ich eben von Kiehl's dieses so liebe, dieses Leute, es soll ja keine Review sein, ne? Aber ich wollte, es ist ja nur ein Haul, ne? Also, aber das wollte ich unbedingt mal loswerden. Ich finde das dennoch richtig toll und ich sage euch Bescheid, wenn das auch zu Purish kommt. So, ich habe dann dort auch bestellt die Barrier Restoring Hydration Cream. Die kommt in meinen Sale jetzt sofort, weil die rollt sich bei mir ganz egal, was ich dazu kombiniere. Wirklich, also leider ist bei mir absolut durchgefallen, kommt in den Sale. Und dann habe ich mir noch geholt, ja, es ist Leon angefixt mal wieder. Ja, also der kann das ganz schön gut, was so Skincare angeht, mich anzufixen. Und zwar das Ceramide Treatment von The Ceramide. Also das gehört quasi, die gehören zusammen, das ist von Nische Beauty, so wie ich das verstanden habe. Und die gehören einfach zusammen, diese Marken. Das ist so ähnlich wie bei The Ordinary, ne? Die haben ja auch so eine Übermarke und da sind ganz viele drunter vereint. Richtig schön. Das ist ein sehr schönes Serum, was die Hautbarriere stärken soll. Hat eine schöne Konsistenz, benutze ich jetzt seit einer Woche ungefähr. Kann natürlich noch nichts zu sagen, aber meine Haut, der geht's recht gut. Und ich habe mir geholt den Oil-Based Cleanser und ehrlich, ich finde den richtig gut. Ich mag ja eigentlich lieber so Cleansing Balms. Aber das ist wirklich schön. Wirklich schön. Aber das kriegt kein Augen-Make-up ganz ab. Also davon kann man sich frei machen. Es hinterlässt aber ein unheimlich schönes Hautgefühl. Und was ich auch toll finde, was mir super gefällt, also das ist Glas, hört ihr, ne? Also es ist irgendwie so richtig, das ist eine günstige Marke, ne? Also diese Transparent Labs ist günstig. Der kostet, glaube ich, 13 Euro oder sowas, ne? Also ich, ja, mag das Zeug sehr, sehr gerne. Dann gehen wir weiter. Ich habe ja so zwei Skincare, also es gibt natürlich mehrere auf Instagram, die einen anfixen, aber zwei, die sehr häufig anfixen, und zwar meine Skincare-Beauftragte Mel, hi mein Schatz, Skinsalabim, ich schreib's mal rein, ich breche mir immer die Zunge bei dem Wort, die steht voll auf PSA, auf die Marke. Sie sagt immer, Jenny, probier das, du musst das und das ausprobieren, mache ich auch noch, ganz sicher. Da habe ich mir geholt das Heroin, ja, und zwar ist das ein Toner mit Dingensbummens, AHA. 6% Mandelic und Lactic Acid, richtig geil. Also ich benutze das ja wirklich so eine chemischen Peelings nur ein einziges Mal in der Woche und meine Haut mag das. Die sagt nicht, das stört mich oder benutzt mich nicht mehr, ich kriege Rötungen oder was. Ich habe halt Rosacea, ich bin sehr vorsichtig, was sowas angeht. Mir gefällt das sehr gut von der Konsistenz, vom Gefühl, vom Tag danach und so weiter. Also ja, gefällt mir und ich werde von der Marke auf jeden Fall noch ein paar Sachen ausprobieren. Dann habe ich nachgekauft und zwar hart. Oh, ich habe voll die Krümel. Das hatte ich nämlich schön in der Tasche. Toll, Jennifer. Dann gab es, ich glaube zum Geburtstag von Leon oder so,
gab es bei Colibri Cosmetics, ich glaube, so gestaffelte Rabatte. Ne? Ich glaube, am Ende habe ich 25% Rabatt gehabt. Und ja, da habe ich richtig hart nachgekauft. Also habe ich wirklich meinen Schrank aufgefüllt mit Backups. Und zwar zum einen die Maske, die heißt jetzt BHA-Mask. Die hieß ja vorher dieser Aktivkohl. Das ist so, wie ich es erkennen konnte, das Gleiche. Ich liebe die. Das ist meine dritte Packung von dieser Maske. Ich mische mir die immer mit ein bisschen Öl und ein bisschen Hyaluronserum und gebe die aufs Gesicht. Habe auch letztes Jahr den Tipp bekommen, das auf die Kopfhaut zu machen. Das mache ich ab und zu mal. Dann massiere ich mir das Ganze auch auf die Kopfhaut. Und ja, also für mich ein absolutes Traumprodukt. Das kaufe ich immer wieder nach. Ich mag das total. Und dann habe ich alle Booster, fast alle, diesen Exfoliant-Booster von Colibri mag ich nicht. Den habe ich, könnte ich, ja, zweimal benutzt. Ich mochte es einfach nicht. Es hat mir nicht, es hat meine Haut gereizt tatsächlich. Aber alle anderen Booster habe ich nachgekauft und ich benutze die tatsächlich wirklich, das ist das dritte Mal, glaube ich, dass ich sie nachkaufe. Den Brightening Booster, da ist Acelainsäure drin, ist meine Haut in dieser 10% Acelain ist hier drin. In dieser Konzentration mag meine Haut das total gerne. Es gibt ja diese Skinoren-Creme für die Leute, die sich mit Rosacea auskennen. Da ist, hat es 20%, das mag meine Haut nicht. Aber diese 10% vertrage ich super und meine Haut geht es ja auch wirklich recht gut. Ja, muss man einfach sagen. Dann habe ich den Niacinamid Booster. Super tolles Produkt. Affengeile Konsistenz. Liebe ich. Liebe ich. Ist, glaube ich, mein dritter nachgekauft. Ich glaube, es sind alle drei die dritten nachgekauft. Und auch den Barrier Booster. Toll. Also benutze ich abends ganz oft. Gemischt auch mal mit ein bisschen Öl. Manchmal, manchmal nicht. Sind für mich tolle Produkte, wie gesagt, alle drei nachgekauft. Und dann habe ich gekauft dieses Aloe Vera Spray. Ja, ihr wisst, ich mag alles, was flüssig ist und leicht und ladida. Und ich habe mir jetzt gedacht, ach so, Aloe Vera Spray, wenn jetzt der Sommer kommt, ist das Kind vielleicht mal einen Tag ein bisschen länger in der Sonne gewesen. Natürlich geschützt, ist klar, aber trotzdem, ihr wisst ja, die längere Sonneneinstrahlung, ob wir uns jetzt schützen oder nicht, ist für die Haut auf jeden Fall Stress. Und da habe ich mir gedacht, das ist vielleicht mal was so. Habe ich jetzt auch schon zwischendurch so benutzt. Weiß nicht, ob das jetzt der Hammer ist, aber hier ist halt auch noch Panthenol drin. Und ja, um die Haut einfach zu beruhigen, ist eine riesen Flasche, 250 Milliliter Spray. Das ist doch geil, oder? So, machen wir weiter mit Cult Beauty. Da habe ich nicht so viel bestellt. Da habe ich die Natasha Denona Lippenstift-Kollektion bestellt. Diese I Need a Rose. Kann ich mal ein bisschen. Da habe ich mir bestellt den Lip Crayon in Daphne, den Lippenstift in Peony, der ist ziemlich hell, und den Lipgloss in, oh lalolalo, wie heißt du nochmal, Color, der ist so schön. Also wirklich richtig schön. Alle Produkte sind schön. Ich mag einfach Natasha Denona Lippenprodukte. Was soll ich sagen? Dann habe ich, wo machen wir weiter? Bei Tarte. Bei Tarte bestellt. Gar nicht so viel diesmal. Oh, ich liebe Tarte, Leute. Echt, Tarte ist so mein, schlägt mein Herz so für. Und zwar habe ich da bestellt den Tarte Flex Concealer in Mini und zwar in zwei Farben. Einmal die Farbe, warum steht es eigentlich da drauf und da nicht? Guck mal, auf der einen Farbe steht es nicht drauf, dass das der Powerflex ist. Und auf der anderen Farbe steht es drauf. Die Farbe 20N, das ist meine Farbe. Und die Farbe 14N, das sind die Minis, kommt in meinen Sale. Ja, ist mir einfach zu hell. Habe ich auch nie benutzt, die hellere Farbe, weil ich die dunklere angefangen habe. Auch 20N ist recht hell. Ich liebe diesen Concealer, Leute. Ich liebe diesen Concealer echt, wirklich.
Dann hatte ich da noch mitbestellt das Shape Tape Pressed Powder, auch in Mini. Ich liebe es so, dass, also Tarte, ne? Dass die Minis haben, finde ich sowas von affengeil. Und die haben von voll vielen Sachen auch Minis. Ich finde das Puder sehr schön. Ich habe das heute zum Beispiel auch drauf. Macht ein ganz tolles, settet schön, macht ein richtig schönes Hautbild. Gefällt mir gut. Und dann hatte ich mir geholt dieses Dab and Go. Das ist dieser, hier steht Hair Concealer drauf. Auch nicht schlecht. Das kann man zum Beispiel auf die Augenbrauen geben. Man kann aber hier, wenn man hier so wie ich, ne, so helle Stellen hat schon, die einem zeigen, dass man keine 20 mehr ist, dann kann man, guck mal, kann man sich das hier so aufdippen. Ich hatte ja schon mal sowas bestellt, aber das war von Goldwell oder so, aber das war mir irgendwie in der Handhabung zu krass. Aber hier, guck mal, usch. Und schon, 10 Jahre jünger, oder? Soll ich mal sagen. Super in der Handhabung, also mir gefällt das richtig gut. Ich habe hier die Farbe Dark Brown, absolut coole Sache. Und schon habe ich hier so ein, ich finde halt auch, wenn man dunkle Haare hat, dann hat man immer dieser starke Kontrast von dieser hellen Kopfhaut. Gerade wenn man so einen Scheitel trägt oder so. Deshalb, ja, ich finde das richtig cool, das Zeug. Gefällt mir. Das habe ich direkt bei Tarte bestellt. Ich bestelle ganz viele Sachen direkt bei Tarte, weil ich habe da nie ein Problem. Da, die haben auch immer super Angebote, ehrlich. Also richtig, richtig gut. Dann habe ich bestellt bei, machen wir mal, Beautylish. Beautylish, ihr habt das ja schon alles gesehen. Und zwar das Wayne Goss The Edit Collection, habe ich ein Video drüber gemacht. Oh Gott, sind das geile Pinsel, ey. Oh, ja, so geil. Kurz davor hatte ich aber noch einen von Kyodo bestellt, so einen kleinen. Den habe ich noch gar nicht benutzt. Also der ist untergegangen durch das Pinselset, aber auch den habe ich bestellt, nämlich als ich die Yummy Skin Sachen hier bestellt habe. Einmal die Foundation und den Primer von Danissa Myricks. Mir ist die Foundation leider ein Ticken zu hell, aber die ist wirklich sehr, 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 sehr gut. Vor allen Dingen der Primer ist richtig geil. Und dann habe ich natürlich auch noch diese Hindash-Palette dort bestellt. Auch die habt ihr schon in einem Video gesehen. Cooles Ding. Sehr, sehr cool. Als ich da bestellt habe, war dann noch dieser Lipgloss hier dabei von Wayne Goss. Auch der ist wirklich ganz schön, muss ich sagen. Ja. Das war Beautylish. Ich habe auch gerade schon wieder bei Beautylish bestellt, weil Wayne Goss hat ja seine Foundation und Puder gedroppt. Und ja, was soll ich sagen, ne? Das muss ich natürlich probieren. Ist ja ganz klar. Dann habe ich bei Beauty Bay bestellt. Und zwar ein paar Sachen von Revolution und die Laneige Lip Melting Kit. Und zwar haben die gerade so von dieser Lip Sleeping Mask so eine Special Edition in Mini, das sind Minis, die ist sonst eigentlich größer, diese Lip Sleeping Mask, würde ich jetzt mal behaupten. Ich glaube, die ist sonst größer. Einmal ist da Schoko und Karamell. Tatsächlich beide gar nicht so eklig. Manchmal, ich finde, mit Schoko und Karamell kann man ganz schnell, wenn du so im künstlichen Ekel landest, dann ist es nicht mehr schön. Aber die sind, muss man die haben? Nee, aber ich finde die tatsächlich ganz schön. Ich habe die gerne überall so rumstehen und in meinem Skincare-Zimmer habe ich gerade diese Mint, so Mint-Schoko-mäßig, so After Eight. Die ist auch richtig schön. Ja, und immer mal zwischendurch drauf. Dann habe ich bestellt etwas von dem, dessen Namen man nicht mehr sagt. Oh, es hat mich einfach angesprochen. Und zwar Jeffree Star Eye Gloss Powder heißen die. Und ich finde, ehrlich, finde die Verpackung sowas von geil. Weil guck mal, wenn ihr das aufmacht, dann habt ihr so einen Schutz. Und dieser Schutz ist hier wie so ein Sternchen, ne? Also finde ich schon cool. Ich hatte das neulich mal bei Instagram drauf und alle so, Jenny, was hast du auf den Augen? Und ich dachte mir so,
sieht aus wie jeder andere Duochrome Topper in dieser Farbe. Aber irgendwie scheint der Eindruck gemacht zu haben. Ich gebe mir den mal in Inner Corner, wo ich... ich habe nämlich noch nichts wirklich im Inner Corner. Der passt nämlich jetzt auch ganz geil dazu. Ist nett. Ist so ein bisschen wie diese... Kommt irgendwie ganz schön spät, ne? Ist so wie Scattered Light von Hourglass, ne? So ein Glitzer... Topper, bisschen cremig, bisschen glitzerig und so weiter. Gibt es in ganz verschiedenen Farben. Gefällt mir ganz gut. Ich weiß gar nicht, warum ich mir diese Farbe jetzt unbedingt ausgesucht habe. Aber guck mal. Ist doch schön, ne? Ja. Und da merke ich gerade, dieser kleine Kyodo-Pinsel ist richtig schön für den Inner Corner. Also, haben wir gleich mal gemerkt. Ja, das Packaging ist einfach... Das gefällt mir sehr gut. Gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. So, wo ist meine Brille? Da. Erstmal wieder gucken. Dann habe ich Revolution-Sachen bestellt. Einmal dieses Blush, was so billo aussieht. Ich möchte das gar nicht mehr benutzen. Das kommt in mein Sale, Leute. Dann habe ich diesen Ultra Cream Bronzer in Medium bestellt. Den finde ich ganz gut, tatsächlich. Ich kriege ihn nur jedes Mal nicht auf. Ein Creme-Bronzer, auch den habe ich heute drauf. Finde ich wirklich nicht schlecht. Dann habe ich dieses Super Dewy Dewy Fixing Spray, was so heftig riecht. Nach irgendwas billigem, Erdbeermäßigen aus meiner Kindheit. Werde ich auf jeden Fall in meinen Sale packen. Habe ich einmal benutzt. Ist mir einfach zu stark parfümiert, ne? Kommt weg. Und die IRL Filter Foundation, die ist echt nicht schlecht. Also wenn ihr hierzu noch einen Wear-Test sehen wollt, sagt mir Bescheid. Ich habe die schon ein paar Mal benutzt, auch bei Instagram jetzt. Und ja, die ist sehr matt. Also wow. Aber sieht wirklich gut aus. Machen wir mal weiter mit Flaconi. Ich kann die Geschichte nicht schon wieder erzählen, dann denkt ihr, ich bin bescheuert, ey. Laura Mercier Matte Radiance Baked Powder in Highlight 1 habe ich als Mini schon seit Jahren und das Mini geht zu Ende. Und als ich jetzt das neulich benutzt habe und geguckt habe, ob ich euch das irgendwie verlinken kann, habe ich gesehen, oh krass, das gibt's gar nicht mehr überall. Das geht bestimmt aus dem Sortiment. Habe Panik gekriegt und habe es mir bei Flaconi nochmal in Full Size geholt. Das ist einer der schönsten Highlighter, die es überhaupt jemals gegeben hat. Und seit Jahren immer wieder in meinen Favoriten, immer wieder auf meinem Gesicht. Hat einen sehr schönen... ja, nicht so Highlighter, sondern so, wisst ihr, was ich meine? Matte Radiance Baked Powder in Highlight 1. Und weil eine Sache zu bestellen ist ja blöd, ne? Matte Radiance Baked Powder in Bronze 2. Auch den habe ich heute nochmal so ein bisschen all over. Für mich könnte er ein Ticken dunkler sein, ist aber einfach von der Textur einfach... So, traumhaft, seidig, sieht wunderschön aus. Also für mich absolut wieder meine Laura Mercier-Liebe, die kommt da wieder raus, ja, definitiv. Dann habe ich bestellt bei Sephora und zwar einiges. Für mich absoluter Fail, die Milk Mascara, die neue, packe ich hier direkt wieder rein, habe ich einmal benutzt, packe ich in meinen Sale, die macht gar nichts, leider. Milk hat mich auch nicht überzeugt mit dem Bionic Glow. Das ist dieses Glow-Zeugs, kommt in meinen Sale. Und auch der Bionic Bronzer kommt auch in meinen Sale. Diese Liquid-Produkte von Milk weiß ich nicht. Also ich liebe ja Milk wirklich. Milk und Tarte sind so zwei meiner Lieblingsmarken, die nicht so overhyped sind, sondern die einfach richtig toll sind. Aber die Sachen, ja, gefallen mir nicht so gut. Dann habe ich mir den Kat Von D Apple Concealer geholt. Den habe ich auch schon richtig lange hier rumliegen. Ich habe ihn heute nochmal benutzt. Er ist
toll. Er sieht richtig gut aus unterm Auge. Aber ich glaube, obwohl jetzt, ist er mir ein bisschen zu hell oder nein? Ich hatte, als ich diesen Look hier in dem Video gerade geschminkt habe, schon gesagt, der kommt in meinen Zähl. Aber jetzt, wenn ich das nochmal so die ganze Zeit so angucke, ich glaube, ich behalte ihn doch nochmal. Müssen wir nochmal gucken. Dann hatte ich mir bestellt den Eborian Pink Primer and Care. Gefällt mir sehr gut. Wirklich, ich mag den sehr gerne. Und die Tartlet Blush in Bloom. Diese Palette ist ja in aller Munde. Das hätte ich überhaupt nicht gedacht, ne? Wunderschöne Blush-Palette. Kann ich euch sagen. Einfach traumhaft. Ganz tolle Textur. Also es geht ja bei Blush nicht immer nur um Farbe oder so oder matt oder Glitzer, sondern auch darum, was macht es mit deinen Wangen, ne? Und wenn du danach Wangen hast, die einfach so geairbrushed aussehen, dann hast du alles richtig gemacht, ne? Dann habe ich mir nachgekauft das Tarte Maracuja Miracle Mist. Stand jetzt schon lange auf meiner Nachkaufliste. Habe ich schon einmal gebraucht. Es ist, ihr seht, ich habe es heute drauf, ne? Sehr, sehr schön glowy. Spendet Feuchtigkeit. Die Haut fühlt sich toll damit an. Und ich finde auch tatsächlich, dass es das Make-up ein bisschen länger haltbar macht. Also es gefällt mir wirklich gut. Bei Sephora habe ich natürlich auch gekauft die Natasha Denona Pastel Palette. Gab es schon ein Video dazu. Verlinke ich euch. Machen wir erstmal eine Runde PR. Ich habe von Benefit zugeschickt bekommen, den The Professional Light Primer. Habe ich auch schon in dem Video benutzt und ich fand tatsächlich, dass meine Haut sehr gut damit aussah. Habe ich dann aufgrund der ganzen anderen Sachen und aufgrund dessen, dass wir hier alle krank waren, nicht mehr benutzt. Benutze ich demnächst nochmal, definitiv. Dann die Bad Girl Bang in Waterproof, super krasse Mascara. Und den Precisely My Brow in der Farbe 6. Wow, ich liebe den den Precisely My Brow, der ist... Den habe ich schon 100-mal leer gemacht und in der Farbe 6, ich habe den auch heute drauf, ist einfach genau meine Farbe. Ich hätte das nie gedacht, dass dieses Dunkle, das passt so gut zu mir. Ist richtig schön. Dann habe ich von Purish Folgendes bekommen. Und zwar einmal, habe ich jetzt drüben. Ja, weil ich habe jetzt in unserem eigentlichen Haus... ist quasi mein Skincare-Bereich, ja, weil ich abends gehe ich da nicht nochmal rüber ins Nachbarhaus, wo jetzt mein Filmstudio ist, ne, das macht keinen Sinn. Ich verlinke euch das, ich habe schon wieder vergessen, wie das Zeug heißt, so ein Face Tan Water und das macht sofort einen Effekt, das war richtig geil, weil ich hatte ja Corona und mir ging es auch wirklich nicht gut und ich sah aus wie ein Marshmallow, ehrlich, so ein aufgedunsenes, weißes Gesicht. Ich sah echt übel aus, weil ich habe dann auch noch zusätzlich zwischendurch Cortison nehmen müssen wegen der Lunge und es wirklich sah so schlecht aus, echt, oh Gott. Ich hatte Beine, die waren so voll mit Wasser, ich konnte die gar nicht bewegen, ey. Okay, das war echt schlimm. Auf jeden Fall habe ich dann diesen Selbstbräuner morgens aufgetragen und im Laufe des Tages sah ich auf einmal voll fresh aus. Ich habe mich zwar wie Erbrochenes gefühlt, aber ich war braun. Ja, cool. Ich werde das auf jeden Fall, ich berichte euch da mal drüber, wie das weiter... Ja, ich benutze ganz gerne, wenn es ein bisschen wärmer wird, so ein bisschen so ein Fake Tan im Gesicht, weil ich werde im Gesicht ja auch nicht richtig braun. Deshalb ist das immer ganz schön. Und dann habe ich auch bekommen, Made by Mitchell, diese All Smudge No Budge Stifte. Habe ich euch auch schon im Video gezeigt. Ich finde die sehr schön, weil man die recht lange verarbeiten kann. Also die von Natasha, die machst du drauf und dann musst du dich echt sputen, weil die setten sofort. Bei dem ist es so, bei denen hier, die brauchen ein bisschen, um zu setten. Deshalb kann man wirklich schön damit ausblenden und so. Also gefallen mir sehr gut. Und auch dieser helle hält wirklich recht lange in der Wasserlinie. Ich habe den jetzt schon ein paar Mal drauf gehabt. Dann habe ich natürlich zwei neue Blush bekommen. Toasted Terracotta und Very Berry. Auch die habe ich euch schon in Videos gezeigt. Ich liebe die Blush einfach. Ich liebe sie einfach, ja. Da brauche ich auch nicht mehr viel zu sagen. Wenn neue Farben rauskommen, bin ich immer die Erste, die so hier schreit. Und ich hoffe, dass es demnächst mal Highlighter gibt. Also, das wäre schon mal was, ne? Ja.
Dann habe ich 2 Lidschattenpaletten bekommen. Einmal die Nabla Read My Mind und die Dominique The Moment. The Moment. Ja, hat Potenzial jetzt schon, wir haben jetzt April, aber hat Potenzial, Jahresfavorit zu werden, weil die ist so schön. Die ist so schön. Kommen wir zu Douglas, dann war es das, glaube ich. Ich sitze hier in einem Chaos, Leute, echt. Also das müsste man mal sehen. Überall liegt irgendwas rum, ist ganz schlimm. Douglas. Ich habe bei Douglas bestellt Propolis Synergy Toner von COSRX. Keine Ahnung warum. Ich habe den gesehen und dachte so, interessant, hört sich nett an, hört sich nach Feuchtigkeit, nach Beruhigen, nach Ausbalancieren an und so weiter. Und ehrlich, ich liebe die Konsistenz. Ich bin ja so ein Konsistenzfreak, ne? Weil der ist so ein bisschen nicht so super flüssig, sondern so ein kleines bisschen gelig, aber nicht zu gelig. Und ja, meine Haut mag den sehr gerne. Ich benutze den aktuell morgens als zweiten Toner. Ich liebe ja Toner, Leute. Ne? Und ja, meiner Haut geht es im Moment sehr gut. Ich finde den schön. Dann habe ich geholt den Revolution Eye Bright Corrector, den ich ja wirklich ein bisschen so für ein kleines, das erste nah drankommende Dupe zum Becker an der Eye Brightening Corrector. Finde ich wirklich nicht schlecht. Den Becker Under Eye Brightening Corrector gibt es ja jetzt von Smashbox bei Douglas. Also, falls ihr dachtet, euer Leben ist zu Ende, weil es Becker nicht mehr gibt, weil ihr den Under Eye Brightening Corrector braucht, könnt ihr natürlich den hier auch mal ausprobieren, auf jeden Fall. Aber ansonsten gibt es jetzt bei Douglas den von Smashbox auch. Dann hatte ich mir von Revolution Pro diese Palette geholt. Auch die heißt auch Moments. Enchanting. Damit habe ich auch schon mal einen Look geschminkt. Da hat mich meine Skincare-Beauftragte auch wieder mit angefixt. Echt eine schöne Palette, ne? Muss man wirklich sagen. Ja, gefällt mir. Dann hatte ich mir geholt diesen Blush-Stick von Huda. Ja, nett. Ich benutze so selten so Creme-Blushes. Also eher dann Liquid oder Puder. Aber ist trotzdem schön, also kann man machen. Dann habe ich geholt von Revolution Bright Light, so ein Highlighter. Hier so ein bisschen einen auf Charlotte Tilbury Beauty Light Wand. Gefällt mir. Gefällt mir. 2x Dior von den neuen Lippenstiften. Da hatte ich mir ja erst geholt den Rose Celestial. Ach, der ist mir einfach zu pink, Leute. Also der ist mir wirklich zu pink. Ich kann euch den nochmal swatchen. Er ist mir zu pink. Muss ich wirklich sagen, der kommt in meinen Sale. Den, ja, nein. Der ist wirklich schön, aber ich dachte irgendwie, er wäre ein bisschen nudig pinker. Ja, so ist er mir einfach, er ist mir einfach ein Ticken zu pink. Dann habe ich mir noch geholt Beige Oblique. Den habe ich schon ein paar Mal drauf gehabt. Ist ein sehr schöner Lippenstift. Müsst ihr diese neuen Dior-Lippenstifte haben? Ich würde sagen, nein. Sie sind aber trotzdem sehr schön. Dann hatte ich mir geholt, ja, von It Cosmetics Superhero No Tuck Shadow Stick. Ich hatte gehofft, dass ich den als Base benutzen kann, aber so ganz ist das nichts für mich. Die Farbe ist irgendwie ganz cool. Das ist so ein Taupey Grey, aber sehr hell auch wieder. Und nee, das ist nicht meins. Es kann auch in meinen, kommt auch in meinen Sale. Mach ich mal eben schön sauber hier. Zacki Lucky. Ja, den werde ich auch in meinen Sale packen, weil irgendwie ist hier der Funke nicht übergesprungen. Ich habe den einmal benutzt und dann habe ich den in irgendeine Kiste gepackt und da lag er dann. So, also ich habe ihn nicht vermisst, ne? Dann habe ich mir geholt, ullululu, das habe ich euch noch gar nicht erzählt, weil ich einfach meine Gefühle zu diesem Ding noch nicht sortiert habe. Laura Mercier.
Tinted Moisturizer Light Revealer. Die hat ja ihre Tinted Moisturizer neu rausgebracht und es ist voll glitzig. Oh Gott. Ich werde es jetzt demnächst nochmal ausprobieren und glaube vielleicht auch vor der Kamera. Aber ich habe es einmal ausprobiert und meine Gefühle waren so, du machst gar nichts außer Glitzer. Ich weiß nicht. Also, sag mal, ob euch die sehr interessiert, aber ja. Dann habe ich mir geholt den neuen MAC Primer. Mag ich. Und von NARS. Diese Palette habt ihr aber auch schon in den Videos gesehen. Die Afterglow Palette. Die ist so schön. Es gibt mittlerweile von Blushes so tolle Texturen, ehrlich, also ich weiß noch, ganz früher, meine ersten Videos und überhaupt früher habe ich immer gesagt, warum soll ich für Farbe auf den Wangen so viel Geld ausgeben? Da reicht doch das Günstige aus der Drogerie. Ja, auch okay, aber wenn ihr Texturen seht, die eure Wangen in Babypopo verwandeln, ja, also wirklich, ne? Bestes Beispiel. Da, ich glaube, ich habe selten einen Rouge gehabt, wo ihr so hart hinterher wart, wie das Glowplay Blush in Cherry Tree von MAC aus dieser mal wieder Blümchen Limited Edition. Wie das auf den Wangen aussieht. Das ist unglaublich. Es sieht so gut aus auf den Wangen. Also ein Traum. Ich glaube, mittlerweile ist es ausverkauft. Einfach so schön. Und das war's. Das war das letzte Produkt, was ich euch zeigen wollte. Wenn ihr zu irgendeinem dieser Sachen noch irgendwie nähere Infos haben wollt, ein besonderes Video oder so, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Zu vielen davon habt ihr ja schon was gesehen. Und ja, ich würde mal sagen, das ist das Ende des Hauls und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.